heute der richtige Tag. Es ist heute der richtige Tag, um über Kennen zu sprechen. Geil, mein neues MacBook sollte eigentlich erst morgen kommen. Okay, nice. Mehr dazu irgendwann anders. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute mittlerweile nicht mehr auf Canon drehen. Ist kein guter Einstieg. Also wir drehen bekanntlicherweise fast komplett auf Canon. Wir haben als große Kamera die C300 Mark III, wir haben als kleinere Kamera die C70, wir haben als noch kleinere Kamera die R6, wir haben viel auf C500 gedreht, wir haben, keine Ahnung, noch 6Ds, 7Ds, ganz alte Kameras. Long story short, wir haben sehr viel Canon. Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut kein Fan von stumpfer Markentreue. Deswegen haben wir Sony, Panasonic, Fuji, wir haben alles Mögliche an Kameras. Der Grund, warum ich das überhaupt anbringe, ist, weil, wie viele bemerkt haben, wir ja selber auf C300 Mark III drehen, aber hier schon sehr lange immer wieder eine C500 Mark II rumsteht, die nicht uns gehört, sondern Canon. Ich habe über die Jahre mit vielen Herstellern auch gerade wegen des Kanals natürlich Kontakt gehabt für Reviews, für was weiß ich nicht was. Und eine besonders gute Beziehung habe ich mit Canon. Und das liegt witzigerweise nicht an dem Kanal, sondern bei Canon, das sage ich mal ganz selbstbewusst, an mir als Kameramann und Profi interessiert ist. Da gab es schon sehr früh und mittlerweile recht lang eine tolle Partnerschaft. Und Canon hat uns immer wieder mit Technik ausgestattet. Zum Beispiel haben wir für Valkyren unseren Kurzfilm, der jetzt bald endlich Premiere feiert, von Canon ein ziemliches Paket bekommen mit beispielsweise zwei C500 Mark IIs und einem kompletten Sumire Prime Koffer. Das ist ein richtig, richtig schickes Rundum-Set gewesen, womit wir den ganzen Film gedreht haben. Ich möchte das in aller Deutlichkeit betonen, dass diese Partnerschaft mit Canon eine wunderbare Sache ist, aber keinen Einfluss auf meine Kaufentscheidung hätte. Die Tatsache, dass wir auf C300 Mark III, auf C70, auf R6 und so weiter drehen, ist davon völlig unabhängig. Und ich glaube, wir hatten die Sachen auch schon, bevor wir die Beziehung mit Canon hatten. Wahrscheinlich war das eher so rum, dass wir wegen unserer guten Bindung zu Canons Produkten eine gute Bindung zur Canon Company entwickeln konnten. Und natürlich eine der wichtigsten Sachen. Auch Canon hat eine riesen Unterstützung hier für diesen Kanal geleistet, und zwar mit der Vlogkamera. Das Gerät, mit dem ich jeden Tag die Vlogs aufzeichne, die Canon 80D, gehört nicht mehr. Habe ich auch von Canon bekommen als Dauerleihgabe. Gehört weiterhin Canon. Ich musste irgendwann wieder abgeben, aber ich versuche das so weit nach hinten zu schieben, wie es irgendwie möglich ist, weil es wirklich fürs Vlogging das perfekte Ding ist. Habe ich mal irgendwann drüber gesprochen, warum so eine alte Kamera so geil zum Vloggen ist. Und ehrlich gesagt will ich keine andere Kamera. Warum ich da auf jeden Fall heute drüber spreche, ist, weil die C500 Mark II heute abgeholt wird. Das heißt, Josh und ich gehen gleich mit unserem Vertreter, unserem guten Kollegen von Canon eine Runde essen. Und dann nimmt er die C500 Mark II mal wieder mit. Und hoffentlich nicht meine Vlogkamera. Wir unterbrechen den Canon-lastigen Vlog kurz für eine Sache, die einfach passiert. Manchmal passieren Dinge. Also hier hinten, ne, wir haben von diesen Teilen 14 Stück. Was sind das für Teile, Joscha? Das ist Holz und ich... Holz ist damit kaputt. Das habe ich mal gekauft, um unser Studio akustisch ein bisschen zu verbessern. Aber dann haben wir festgestellt, es ist mega... Wurden nicht die falschen geliefert oder war das einfach eine falsche Bestellung? Nee, die Halterungen wurden falsch geliefert. Okay, long story short, das sind so Schaumstoffteile, die eigentlich die Akustik verbessern sollten. Ursprünglich im Studio/Heimkino hinten. Genau. Im Heimkino haben wir es dann anders gemacht. Jetzt haben wir aber noch 14 von diesen Teilen übrig.
Und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber die Akustik hier im Großraum ist so semi-geil. Deswegen... Wir wollen erstmal abwarten, ob das hält. Und wenn ja, dann machen wir die anderen. Okay, um das Canon-Thema noch kurz abzuschließen. Es ist bei uns eigentlich, ich möchte fast sagen, historisch bedingt, dass wir auf Canon drehen. Meine allererste Kamera war die Canon 7D. Ich glaube, Joschas erste Kamera war die 5D Mark II, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben also einfach mit Canon angefangen. Und danach hat für mich alles sich immer im EF-Universum abgespielt. Sprich, ich hatte alle Optiken immer auf EF-Mount. Und als ich dann später auf Panasonic umgestiegen bin, habe ich auf EF adaptiert. Und als dann irgendwann der Schritt in die Cinema-Richtung ging, mit der Panasonic EVA One, die hat einen EF-Mount. War auch einer der Gründe, warum ich die überhaupt geholt habe. Und Joscha auch. Als wir dann irgendwann gesagt haben, wir brauchen was Aktuelleres, Fresheres, Besseres, wäre Sony einfach viel zu abwegig für uns gewesen. In dem Segment sind halt Sony und Canon so die größten Konkurrenten und Vertreter. Und deswegen war es klar, auch von den technischen Vorteilen und Co., wir gehen mit Canon. Warum ich das erzähle, ist, weil ich finde diesen Krieg zwischen Herstellern und wer dreht womit und I don't care. Es muss einfach für einen selber passen, dass natürlich andere Hersteller manche Vor- und Nachteile haben, die mein Modell vielleicht nicht hat. I don't care. Ich kann es nicht anders betonen. Es ist einfach so ein irrelevantes Rumgeficke auf irgendwelchen Specs. Ugh. Für uns klappt das mit unserem kleinen Canon-Universum wunderbar. Das heißt nicht, dass wir für immer auf Canon drehen werden. Das heißt nicht, dass ich da irgendwie markentreu doof bin oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur das, was sich für uns lohnt. Und in diesem Zusammenhang kann ich trotzdem sagen, dass die C70 meine absolute Lieblingskamera ist. Ich finde, die ist das Beste aus allen Welten. Auch da kann man krass viel dran meckern. Aber es ist eine Kamera, die ich immer wieder angucke und denke, oh, ich habe Bock mit dir zu drehen. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Okay. Das sollte den technischen Canon-Aspekt des heutigen Vlogs beenden. Please don't hate. Markentreue ist für'n Arsch. So exciting es auch irgendwie sein kann, so ein neues Gerät zu bekommen. Und ich freue mich total auf die Tests der Power des neuen MacBooks. Das, so nervig ist es halt auch, weil ich muss jetzt irgendwie auf meinem alten Rechner hier, also alt, auf meinem vorherigen aktuellen MacBook Backup machen, Time Machine Backup, damit ich dann hier alles so drauf habe. Und das funktioniert nie auf Anhieb. Ein integriertes Bildschirmleseprogramm mit der Bezeichnung VoiceOver. Wenn du mit der Verwendung von VoiceOver vertraut bist. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt völlig den Faden verloren, wo ich bin. Es dauert auf jeden Fall und ist ein bisschen nervig, weil Dinge klappen nie so auf Anhieb so richtig. Sprich, ich werde wahrscheinlich heute den restlichen Abend und morgen den ganzen Tag damit verbringen, bis ich dann irgendwann ein funktionierendes MacBook habe. Und dann ist alles toll. Übrigens, nur weil ich es jetzt nicht mehr jeden Tag hier mit einbinde aktuell, heißt es nicht, dass die 10K Everyday Challenge aufgehört hat. It's still going. Ja. Wirklich? Ja. Was isst du da? Ups. 10K Everyday. Fucking Fuck-Shit-Scheiße. Ja, jetzt erfahrt ihr die Wahrheit. Das ist nämlich immer, sag immer, Joscha ist immer so gut drauf und lustig und ha. Die Alarmanlage ruft an. Im Lager? Ja.